Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft-Video. Und zwar stelle ich euch heute den Minecraft-Snapshot 20W06A vor. Das ist der neueste Snapshot und auch der erste Snapshot für die neue Minecraft-Version 1.16, die ja irgendwann als nächstes rauskommt. Und die 1.16 wird das Nether-Update. Und dementsprechend gibt es in diesem Snapshot jetzt viele Neuerungen im Nether. Zum einen haben wir da natürlich neue Biome, insgesamt 3 Stück jetzt direkt, die es neu in der Hölle gibt. Die werde ich euch nachher alle zeigen. Und in diesen Biomen gibt es natürlich auch eigene neue Tiere und eigene neue Pflanzen und neue Blöcke und so weiter. Und des Weiteren gibt es auch noch einige andere coole Sachen. Zum Beispiel gibt es einen neuen sehr seltenen Rohstoff. Und mit diesem Rohstoff, den man natürlich auch nur in der Hölle finden kann, war ja klar, kann man seine Diamantrüstung verbessern und eben neue Rüstung bekommen, die noch besser ist als Diamantrüstung. Und das funktioniert auch mit dem Schwert und auch mit den Werkzeugen. Das bedeutet, in der 1.16-Version ist nicht mehr Diamant das beste Ausrüstungsmaterial quasi, sondern eben Netherite oder Netherite. Ich bin mir gerade nicht sicher, wie man das ausspricht, aber ist auch nicht so wichtig. Und des Weiteren gibt es noch einige Neuerungen, die ein bisschen kleiner sind. Zum Beispiel haben wir jetzt blaues Feuer und blaue Fackeln und blaue Laternen. Und ich würde sagen, ich gebe euch jetzt erstmal hier so einen kleinen Überblick, was es so alles Neues gibt. Ich habe hier mal ein bisschen was vorbereitet und ihr seht schon, es gibt einige neue Blöcke. Ich würde sagen, wir fangen mal hiermit an. Wie gesagt, es gibt ja neue Biome in der Hölle, die schauen wir uns auch gleich an. Und da gibt es natürlich dann auch neue Pflanzen. Und zwar haben wir hier einmal diesen roten und diesen blauen Baum, sage ich einfach mal. Wobei das eigentlich Pilze sind, denn man kann sie aus den Pilzen machen hier. Das sind quasi so die Setzlinge von diesen Bäumen und in diesen Bäumen können halt auch Sachen spawnen. Zum Beispiel haben wir hier einmal Shroom Lights, das ist so eine Art Glowstone, kann man denke ich sagen, halt eine Lichtquelle. Und außerdem sind dann hier noch Lianen runtergewachsen und es gibt halt so ein paar neue Pflanzenarten, halt wie gesagt die Lianen, dann hier so eine Art Gräser und eben auch diese Pilze. Und aus diesen Pilzen slash Bäumen, eigentlich sind es mehr Bäume, weil daraus kann man hier so alles mögliche Holzige machen, kann man halt wie gesagt auch alles ganz normal craften wie aus anderen Bäumen. Das bedeutet, wir können hier entrindete Stämme haben, die normalen Stämme, halt Bretter und dann Zäune und Knöpfe und Druckplatten und Treppen und so weiter. Des Weiteren gibt es dann natürlich auch diesen neuen Bodenbelag, sage ich mal, also statt Gras haben die da in der Hölle halt diese Crimson Nilium Blöcke und die Warp-Nilium-Blöcke, das bedeutet einmal, ich glaube Crimson heißt irgendwie Blutrot oder irgendwie, ach, keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Und außerdem gibt es natürlich noch diese neuen Tiere hier, das sind die Hoglins, die allerdings noch nicht so viel können, wenn man die tötet, dann gibt es Gammelfleisch, aber mehr können die noch nicht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die auch später irgendwann mit der Zeit jetzt mit dem neuen Snapshot auch irgendwas Besonderes können, eigene Sachen halt und vielleicht ein bisschen spannender sind. Außerdem gibt es hier diesen neuen Block, das ist Basalt und aus diesem Basalt kann man halt theoretisch noch nicht so viel machen, denn der hat halt noch nichts wirklich, was man damit tun kann. Man kann den nur abbauen und der sieht ziemlich cool aus, der hat eine coole Textur. Aber ich bin mir auch relativ sicher, dass man da dann später auch neue Sachen draus craften kann. Ich glaube nicht, dass sie einfach so einen Block einführen, der halt noch nichts kann. Und wie gesagt, die Snapshot-Version ist ja auch erst eine Vorversion und noch nicht die vollständige 1.16-Version. Da wird sich jetzt in den kommenden Monaten noch einiges ändern. Hoffe ich, denke ich, weiß ich, aus Erfahrung zumindest. Und ja, das Spannende haben wir jetzt hier. Was ist das? Das ist Ancient Debris, also sowas wie uralte Trümmer, denke ich, kann man das übersetzen. Und das ist halt ein Rohstoff, der in der Hölle jetzt natürlich exklusiv ist und der ist super selten. Der ist so ähnlich zu farmen wie Diamanten, das bedeutet, man muss in der Hölle halt sich sehr weit nach unten bauen und da ist er dann auch, wie gesagt, sehr selten. Und man kann Diamanten ja zum Beispiel in solchen 2x2x2 Blöcken quasi finden, wo man dann 8 Diamanten rausbekommt. Das habe ich jetzt von diesem hier noch nicht gefunden. Das Größte, was ich gefunden habe, waren tatsächlich nur so eine Dreierformation. Deswegen ist das halt, zum einen natürlich ist er seltener als Diamanten wahrscheinlich. Und zum anderen kriegt man auch, wenn man ihn findet, halt nicht so viele Blöcke wie bei Diamanten. Dementsprechend ist das natürlich ein sehr seltener Rohstoff, aber er ist ja auch, wie gesagt, sehr gut. Das kann ich euch hier einmal zeigen. Das ist die neue Rüstung und die neuen Werkzeuge. Die kann man eben aus Diamantrüstung machen und sie quasi verbessern mit diesem neuen Netherite. Und ihr seht schon, dass die ganzen Sachen hier ein bisschen besser sind. Ich habe euch mal die Stats hier eingeblendet. Zum Beispiel beim Schwert haben wir jetzt 1,6 Attack Speed und 7 Attack Damage. Und bei dem Netherite Schwert haben wir jetzt 1,6 Attack Speed bzw. 8 Attack Damage. Das bedeutet, es macht mehr Schaden. Das Ganze ist halt auch bei den Werkzeugen so der Fall, außer bei der Hake. Da ist es nicht der Fall, dass sie mehr Schaden macht und man kann auch nicht schneller damit abbauen. Aber wie gesagt, bei den normalen Werkzeugen, sage ich mal, die sind alle stärker jetzt und können auch schneller abbauen. Und bei der Rüstung kommt noch was Besonderes dazu, denn nicht nur, dass die Rüstung jetzt mehr Armor Toughness hat, also noch ein bisschen robuster ist quasi, sondern gleichzeitig hat jedes Rüstungsteil nochmal den Effekt Knockback Resistance. Und das bedeutet, dass man halt weniger Rückstoß quasi bekommt und das auf jedem Rüstungsteil zusammen ist natürlich schon einiges. Das Ganze ist tatsächlich ein bisschen schwieriger zu craften und ein bisschen, dauert halt einfach ein bisschen länger, aber das ist, denke ich mal, vollkommen okay, wenn man auch
darüber nachdenken, dass es denn ja die beste Rüstung in Minecraft ist. Und zwar muss man zunächst natürlich diese Blöcke erstmal finden und abbauen. Und wenn man die gefunden und abgebaut hat, dann kann man sie im Ofen quasi schmelzen. Das bedeutet, man braucht irgendwas zum Brennen, einen Ofen und halt die Ancient Debris Blöcke. Und wenn man die jetzt brennt, bekommt man da das sogenannte Netherite Scrap raus. Und aus diesem Netherite Scrap kann man jetzt mit Hilfe von Gold diese Ingots quasi craften. Das bedeutet, ich muss hier nochmal einen holen, zack. Und dann nimmt man sich nämlich 4 davon und 4 Gold. Und daraus bekommt man dann ein Netherite Ingot. Und diese Ingots kann man dann benutzen, also diese Barren kann man quasi benutzen, um dann die Rüstung zu verstärken. Und da braucht man jeweils für jedes Rüstungsteil und jedes Werkzeug braucht man nur einen einzigen Ingot. Das bedeutet, ich lege den da jetzt hin und bekomme hier meinen neuen Helm, beziehungsweise mein neues Schwert. Und falls ihr euch jetzt wundert, falls euer Schwert verzaubert ist und ihr den Ingot dazu tut, dann bleibt das Schwert nicht verzaubert, sondern das ist halt wieder unverzaubert. Aber man kann halt die Rüstungsteile auch natürlich ganz normal verzaubern. Was es denn noch Neues gibt, wie gesagt, ist das blaue Feuer. Und zwar gibt es einen neuen Soul Sand Block, nämlich das Soul Soil, also den Brennstoff quasi, kann man so sagen, denke ich. Und daraus kann man eben zum einen diese coolen blauen Lichter machen. Das bedeutet, wenn ich jetzt hier ein Feuerzeug nehme und das normalerweise ist ja dann hier so ein rotes Feuer. Aber wenn ich halt das auf dem Soil mache, dann wird es halt zu diesem blauen Feuer. Und gleichzeitig kann man sich daraus auch noch blaue Fackeln craften und auch blaue Laternen. Und ich weiß nicht, aber ich hatte mal eine Zeit lang vor ein paar Jahren in Minecraft so ein Texturenpack, wo das Feuer an sich blau war. Und das habe ich ziemlich cool gefunden. Und jetzt gibt es das tatsächlich in Minecraft und das ist natürlich richtig nice. Und noch eine kleine Neuerung, die es auch jetzt neu gibt, sind einmal die Wallblöcke. Denn aus diesen Mauerblöcken kann man jetzt richtige Mauern machen. Vorher gab es ja hier immer so einen Spalt, wo man durchgucken konnte, sage ich mal. Aber jetzt sieht das halt so aus und das ist natürlich ziemlich nice. Und das war so ein kleiner Überblick und ich würde sagen, wir laufen jetzt mal direkt in die Hölle und gucken uns das Ganze mal an. So, und ihr seht schon, in der Hölle hat sich einiges getan. Es gibt hier zum einen, ich weiß gar nicht, habe ich das erwähnt, es gibt Fossilblöcke jetzt auf jeden Fall in der Hölle. Das bedeutet, wir haben jetzt diese Fossilien, die hier rumfliegen, von irgendwelchen Viechern, die es hier wohl mal gab. Und was mir auch aufgefallen ist, ist, dass es sehr viel mehr Geister gibt, zumindest in diesem Biom hier. Das ist übrigens das erste Biom, das ist jetzt das können wir auch mal nachgucken, das Soul Sand Valley. Das bedeutet, hier hat man halt alles mögliche an Soul Sand, sehr viel. Und eben auch diese Basaltvorkommen, ihr seht das schon, die kommen dann von oben quasi nach unten und wenn sie unten dann auf den Boden treffen, dann verbreitet sich das hier so ein bisschen. Sieht ziemlich cool aus und hier gibt es jetzt auch sehr viele Endermen und sehr viele Skelette. Kann natürlich sein, dass das noch ein Bug ist und dass das behoben wird. Vielleicht ist es aber auch gewollt, das ist immer schwierig zu sagen in den Snapshot-Versionen. Und ich würde sagen, wir fliegen jetzt mal ein bisschen rum und suchen mal weitere Biome, denn hier gibt es natürlich noch mehr, wobei ich euch einmal kurz was noch zeigen kann. Und zwar haben diese neuen Rüstungsteile noch einiges mehr auf Lager, als ich euch eben gezeigt habe. Und zwar, ich kann euch das mal eben vorführen, wenn wir die nämlich in Lava schmeißen, also das bedeutet, ich werfe die jetzt hier mal alle rein, dann würden normale Items ja verbrennen, allerdings sind diese Items dazu in der Lage zu schwimmen in Lava. Müssen wir nur kurz ein bisschen warten, bis sie nach oben wiederkommen. Ich kann hier mal kurz runtertauchen, da unten waren die, glaube ich. Okay, ist ein bisschen schwierig natürlich jetzt zu sehen, aber auf jeden Fall können die halt nicht in der Lava zerstört werden, sondern schwimmen dann irgendwann wieder nach oben. Ja, da haben wir es jetzt, dauert nur ein bisschen. Und dann kann man die halt einfach wieder einsammeln. Wie genial ist das? Also ich meine, ich glaube jeder kennt das, wenn man in der Höhle ist und dann fällt man auf einmal in Lava und stirbt. Diese Rüstungsteile und diese Werkzeuge, die bleiben einfach am Leben. Das ist der Wahnsinn. So, hier vorne habe ich jetzt noch ein anderes Biom gesehen, genau da vorne. Da haben wir jetzt dieses rote Biom, sage ich mal. Ich kann euch auch gleich den genauen Namen sagen. Wenn wir da jetzt mal hinfliegen, das ist der Crimson Forest. Also der scharlachrote Forest oder sowas, oder der blutrote Forest. Und ja, hier gibt's natürlich richtig tolle Partikel, die so nach oben gehen. Das sieht alles sehr nice aus. Und ich würde sagen, also ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr findet, dass das ein Update ist. Oder ein Upgrade zumindest. Und ich finde es halt sehr viel cooler als halt die Standardhölle. Also das hier ist wirklich, ja, das hat man sich doch immer gewünscht irgendwie in der Hölle. Weil die Hölle war wirklich langweilig, wenn man mal ehrlich ist. Aber das hier, das wertet das natürlich insane nochmal auf. Und hier haben wir jetzt diese ganzen Pflanzen. Wir haben auch die Hoglins, die hier rumlaufen, die wie gesagt noch nichts können. Aber ich bin mir sehr sicher, dass sie später auch einen Sinn und Zweck haben. Ja, hier haben wir die ganzen Bäume und so weiter und so weiter. Das ist alles sehr cool hier. Und man kann das halt alles jetzt hier schön abbauen. Und was mir auch aufgefallen ist, ist, dass diese Biome sehr groß sind. Also in der normalen Welt, sage ich mal, sind die Biome manchmal nicht so groß wie hier jetzt in der Hölle. Das liegt wahrscheinlich daran, dass es halt noch nicht so viele Blöcke halt gibt oder so viele Biommöglichkeiten halt in der Hölle. Aber das wird sich, denke ich, auch nochmal ändern. Und ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass sie sogar noch mehr Biome einführen und noch mehr halt Special-Sachen zu dem Höllen-Update. Weil ihr müsst immer überlegen, das hier ist ja nur der erste Snapshot von der neuen Version und da kommt natürlich noch einiges auf uns zu. Und dementsprechend könnt ihr natürlich sehr gespannt sein, was jetzt noch kommt. Und ich würde sagen, ich fliege jetzt mal ein bisschen rum und suche nochmal das letzte Biom und hoffe, dass ich das bald finde und dann sehen wir uns, wenn ich es gefunden habe, wieder. So, hier habe ich jetzt das letzte neue Biom gefunden, den Warped Forest, und der ist halt auch
Relativ ähnlich wie der Crimson Forest in meinen Augen, nur halt in blau quasi, wenn man so möchte. Nur, dass es hier keine Hoglins gibt, zumindest habe ich die noch nicht gesehen. Ist also relativ wahrscheinlich, dass es hier dann auch einen eigenen Mob für geben wird, würde ich jetzt mal zumindest so schätzen, dass halt jedes Biom auch so seine eigenen Tiere und Mobs halt bekommt. Und auch hier haben wir halt im Prinzip denselben Aufbau, das bedeutet hier wieder über die Gräser und diese Bäume. Also wie gesagt, es ist halt auf jeden Fall ein richtig cooles Update und ich finde tatsächlich, der rote Wald passt ein bisschen besser in die Hölle. Den hier würde ich jetzt so allein vom Farbschema vielleicht nicht so unbedingt hier platzieren, aber es ist natürlich trotzdem ein richtig cooles Update und ich freue mich da auf jeden Fall drauf, mit diesen Blöcken etwas zu bauen. Und was man, denke ich, auch nochmal erwähnen könnte, ist, dass es hier vorne eine Netherfestung gibt. Die haben sich allerdings nicht verändert, das bedeutet, die werden jetzt hier nicht irgendwie durch die Biome quasi, wo sie gespawnt werden, beeinflusst, sondern die sind halt ganz normal und gehen halt hier irgendwie durch. Und ja, ansonsten war es das soweit schon mal vom ersten Snapshot und ich würde sagen, falls ihr bis hierhin geschaut habt, schreibt mal Hashtag Nether in die Kommentare und ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, weil ich finde, dafür, dass es der allererste Snapshot ist, haben die hier wirklich einiges rausgehauen, was es jetzt an Neuigkeiten gibt, also allein die neue Rüstung und die neuen Werkzeuge, die besser als Diamanten sind, dennoch drei neue Biome in der Hölle dazu, das kann ja eigentlich nur ein richtig gutes Update werden. Aber ansonsten, wie gesagt, ich mache öfter solche Minecraft-Videos, ihr könnt gerne abonnieren. Und ich würde sagen, wir sehen uns bei einem weiteren Video. Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.